ich schon mal hinter der Pflanze sitze. Ich stelle die Frage und gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Oh. Auswahlmöglichkeiten. Besser. Woher kommt eigentlich der Name Indianer? A. Die ersten Amerikaner kamen ursprünglich aus Indien. B. Die Indianer bemalten sich zu besonderen Anlässen wie die Menschen in Indien. Oder C. Kolumbus hielt die Menschen für ein Volk in Gott. Endio. C. Ich glaube, die dritte Antwort hört sich ganz korrekt an für mich. Für mich auch, ja. Ich würde die auch nehmen. Wir loggen ein. C. C ist korrekt. Die nächste Frage. Wer oder was war Manitou? A. Das bunte Schuhwerk der Häuptlinge. Ein berühmter Indianer. Oder C. Der große Geist und Schöpfer der Erde. Das ist eine Gottheit. Das ist eine Gottheit. C. Ja. Dann ist ja schon wieder C. Ja? Würde ich sagen. Ich vertraue dir. Wir loggen ein. Ich sehe ein Muster. Ist es immer C? C ist korrekt. Stämme glaubten eine übernatürliche Macht Manitou. Nach dem Glauben der Indianer wohnte er in allen Tieren, Menschen, Pflanzen und auch in Gegenständen. Cool. Frage 3. Wer kämpfte im 17. Jahrhundert im Nordosten Amerikas gegen die Indianer? A. Deutsche Einwanderer, B. Englische Einwanderer oder C. Spanische Einwanderer? Spanische Einwanderer, C. Und bitte! Ich würde mich diesmal für B entscheiden. Oder was? Weißt du das? Spanier, Kolumbus, Indianer, Kevin. Ah, warte mal. Das war später. Kannst du noch mal sagen, wann das war? 1700. Im 17. Jahrhundert in Nordosten Amerika. Kolumbus war früher. Nordosten. Englische Einwanderer. Englisch, ne? Engländer, ja. Richtig. Virginia, Pocahontas. Das war noch 1620 gründeten englische Einwanderer die erste Kolonie. Du hast auch krass in Geschichte. Das war B. Muster fällt auseinander. Wie heißt einer der mächtigsten Stämme in Nordwestamerikas? A. Durchbohrte Nasen. B. Mutige Reiter. Oder C. Schleichende Sohlen. Boah, keine Ahnung. Nochmal bitte. A. Durchbohrte Nasen. B. Mutige Reiter. Oder C. Schleichende Sohlen. Was war das zweite? Mutige Reiter. Ja, das fällt doch nie raus. Die sind doch immer mutig beim Reiten. Ja. Nochmal A. A. Durchbohrte Nasen. B. Mutige Reiter. C. Schleichende Sohlen. Ich würde B sagen. B? Okay, ja. B. Das ist ein Pferd. Schwierig. Du würdest A nehmen? Ja, das klingt auch am dramatischsten. Wenn du jetzt die original indianischen Namen hättest, wüsste ich's. Ich weiß es nicht, dann nehmen wir A. Ich bin froh, dass wir keine Indianer sind, weil vielleicht hätten wir es machen müssen, aber wir nehmen A. A ist korrekt. Durchbohrte Nasen, die Nesterkes oder so ähnlich. Okay, nächste Frage. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Glück, das brauchen wir. Was war ein besonderes Merkmal der indianischen Zelte? Eine offene Rundung am Dach, B, rote Bänder als Zeltschmuck oder C, Stromzelte? Ich glaube, diese Öffnung am Dach macht Sinn, wenn die da drin auch Feuer gemacht haben. Macht Öffnung, denke ich auch. Auch. Und Geisterbeschwörungen, keine Ahnung, alles was. All dieses. Ah, oder? Die hat noch Feuer im Zelt. Genau, würde ich auch sagen. Also A. Hat dann reingeregnet, aber gut, das ist glaube ich egal. Stimmt. Genau. Yes. Sehr richtig. Endlich, das Glück war auf unserer Seite. Was konnte man von den Federn am Haupt der Indianer ablesen? A, das Alter. B, die Heldentaten oder C, die Herkunft? B. Heldentaten? Ich glaube, ja, immer wenn du was gemacht hast oder geschafft hast, kriegst du mehr Federn, glaube ich. Die Heldentaten. Das ist korrekt. Frage Nummer 7. Was ist ein Tomahawk? A, ein Marderpfahl. B, ein Stammesführer. Oder C, eine Waffe? Ein Tomahawk. Was war das erste? Habe ich schon benutzt. Was war nochmal A, B, C? Das war C. Wir nehmen die Waffe. Ja? Richtig. Sehr gut. Wie heißt einer der berühmtesten Indianerhäuptlinge der Geschichte? A. Flying Eagle. B. Sitting Bull. Oder C. Sitting Bull? Können wir mit, oder? Ich wollte sagen Winnetou, aber da ist nicht dabei. Oder Yakari. Können wir jemanden anrufen? Sitting Bull. Also Sitting Bull finde ich echt ziemlich lächerlich.
Wenn die den so genannt haben, finde ich das echt blöd. Sitting Bull, das habe ich letztens gelesen. Das ist einer der berühmtesten Häuptlinge. Das ist richtig, das ist einer der Häuptlinge der Lakota-Indianer. Wie heißt das größte Reservat der heute lebenden Indianer? A. Navajo-Reservat, B. Ponca-Reservat oder C. Shakopee-Reservat? Ich habe eben falsch geantwortet. Möchtest du jetzt falsch? Dann antworte ich diesmal falsch. Ich sage C. Und damit hast du falsch geantwortet. A hört sich am besten an. Ja. Ich hätte es nicht gewusst. Ne? Hört sich super an. Ich hätte es nicht gewusst. Also ich auch nicht, aber es hat sich nach dem Klang sinnvoll an. Ja. T-Wa. Bam.